Hey, hey, Oliver hier, ich grüße dich. Ich hoffe, dir geht's gut soweit und du bist wohlauf. Ja, vielleicht kennst du das, du bist Teamleiter, Teamleiterin, Führungskraft und hast dann ständig das Gefühl, dass du es irgendwie allen recht machen musst, ja, niemanden auf den Schlips treten und so weiter. Und am besten immer Tag ein, Tag aus alles geben, jede Anfrage sofort bearbeiten und, und. Und ja, ich habe neulich die Situation gehabt, dass ich so ja für mich wieder das Gefühl habe, Mensch, ich muss es mal wieder jedem recht machen. Und dann ist mir ein Satz in den Sinn gekommen, nämlich weniger ist mehr, und kennst den Satz sicherlich auch. Habe dann da ein bisschen drüber nachgedacht und habe eigentlich so das Gefühl gehabt, dass der Satz für mich nicht ganz stimmig ist. Und ich beobachte auch immer mal wieder so bei dem einen oder bei der anderen, dass der Satz oftmals auch ein bisschen zu Missverständnissen führen kann. Denn der kann sowohl dein Business aufs nächste Level bringen, der kann dich aber auch sabotieren, ja. Und deswegen habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, habe so für mich festgestellt, Mensch, eigentlich müsste es eher heißen, mach weniger für alle, ja, aber dafür mehr für die Richtigen. Und dann hast du insgesamt auch den richtigen Weg. Schau, es ist doch folgendermaßen. Wir Menschen, wir neigen immer dazu, dass wir es allen recht machen wollen. Ja? Nehmen wir zum Beispiel die Corona-Pandemie oder die Energiekrise. Ja? Wir werfen mit Hilfen und Geld um und uns, als gäbe es kein Morgen. Ja? Und wir verteilen das Geld wie mit so einer Gießkanne an alle. Dabei gibt es Menschen, die brauchen die Hilfe und die Unterstützung gar nicht. Und dann gibt es wiederum auf der anderen Seite Menschen, für die ist jede Hilfe bzw. die Hilfen, die aktuell beschlossen sind, einfach viel zu wenig. Ist ein Tropfen auf den heißen Stein, bringt sie eigentlich nicht wirklich weiter. Und ja, und würden wir hier einfach weniger für alle machen, aber mehr für die Richtigen, dann wäre das aus meiner Sicht dann einfach der bessere Weg für uns alle, und höchstwahrscheinlich, ja, würden wir wahrscheinlich in Summe sogar weniger Geld dafür benötigen, als wenn wir einfach so nach dem Gießkannenprinzip arbeiten. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel aus dem Business. Ja, wenn wir im Business-Kontext bleiben, wenn du, ja, nehmen wir das Thema Zielgruppe, wenn du es allen recht machen willst, dann wirst du ja wahrscheinlich wenig Einfluss nehmen können, du wirst wenig ja, Impact oder du wirst weniger zum Erfolg aller beitragen können. Ja, wie wenn du dich auf eine ganz spezielle oder wenn du dich auf ein ganz bestimmtes Problem konzentrierst, was du ja exzellent lösen kannst, ja. Oder Kunden, ja, du hast Kunden und versuchst es allen recht zu machen. Also auch den Kunden, die eigentlich ja dir immer viel Zeit abfordern, aber gar nicht bereit sind, auch ja Geld zu bezahlen, ja, oder Geld bezahlen oder so viel Geld zu bezahlen, dass es für dich in einem akzeptablen Rahmen ist, ja, oder dass du ja dafür entlohnt wirst. Und deswegen wäre es doch viel sinnvoller, auch hier, ja, dich eher auf die richtigen Kunden zu konzentrieren, denen du am meisten helfen kannst. Das führt zu mehr Empfehlungen, das führt zu begeisterten Kunden, ja, anstatt es einfach versuchen zu wollen, allen recht zu machen. Und dann ist es manchmal besser, sich einfach halt auch von denen zu trennen, denen, ja, die einfach einem, ich sag mal, die Zeit rauben oder nicht bereit sind, die Preise, die du aufrufst, dementsprechend zu zahlen, ja. Oder nehmen wir Vertriebspartner oder Vertriebspartnerinnen, ja. Auch hier, wenn du es allen recht machen willst und dann am besten auch immer alles gratis rausgibst oder so, ja, die aber nichts, ja, die einfach nur in so einer Konsumhaltung sind und nichts zum geschäftlichen Erfolg beitragen wollen, ja. Da ist dann halt auch die Frage, ob das Sinn macht, ja, hier jedem gerecht werden zu wollen oder ob du lieber dich einfach auf deine Top-Leute konzentrierst, ja, wo du einfach auch mit denen was bewegen kannst und dort einfach mehr Gas gibst, die noch mehr unterstützt, ja, was weiß ich, noch bessere Vertriebstools erstellst, etc. pp. Also deshalb ist so eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, ja, aus dieser Situation raus wollte ich einfach mal kurz mit dir teilen, mach weniger für alle, ja, aber dafür mehr für die Richtigen. Und du könntest zum Beispiel, ja, jetzt folgende 4 Schritte unternehmen. Zum einen mal in deinem Team ja eine Kultur erschaffen, ja, in der sich jeder wohlfühlen kann, ja, in der jeder sein darf, und wo du einfach nichts erzwingst, ja. Also da, es nicht jeder Mensch hat das Verlangen, ja, Vollgas zu geben, nicht jeder Mensch hat das Verlangen, große Dinge im Leben zu erreichen, etc. Ja, auch diese Menschen, die sollten sich in deinem Team wohlfühlen dürfen. Nur solltest du halt nicht den Fehler machen, oder sollten wir halt nicht den Fehler machen, ja, uns auf die Menschen zu konzentrieren, die eben halt nicht dieses Verlangen haben, sondern du musst für dich in deinem Team die Menschen identifizieren, die starkes Verlangen haben. Und jetzt könnte man es einfach machen und könnte sagen, wir gucken uns einfach die Ergebnisse an. Das ist aber nicht der Schlüssel, denn du kannst auch Partner haben, der
oder die vielleicht durch Glück, Zufall, wie auch immer, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja, 3, 4, 5 Leute rekrutiert hat und einer davon wird halt richtig erfolgreich, ja, und der Sponsor macht aber nichts, ja, so, dann ist es auch nicht das richtige Verlangen, ja, sondern du musst einfach die Leute identifizieren, die Gas geben, die du erkennst, die am Tun, ja, an den Taten, sind die dabei, ja, sind die an den Teammeetings dabei, geben die Vollgas, ja, solche Dinge halt einfach, ja, sprechen die mit Menschen, machen die ihr ein Video am Tag, machen sie ihre Posts pro Tag, etc. pp. Also du siehst es eher an den Aktivitäten statt an den Ergebnissen. Und du solltest dich eben halt in deinem Team auf die Menschen konzentrieren, die Verlangen haben, ja, ohne dabei die anderen zu vergraulen. Ja, also das wäre zum Beispiel der erste Step. Dann ein einfaches Führungssystem, ein leichtes Führungssystem zu machen. Ich zum Beispiel bin mittlerweile dazu übergegangen, einfach nur noch, ja, zielgerichtet zu führen, indem ich einfach hergehe und den Leuten, wenn sie mit Hilfe kommen, eine Aufgabe gebe, die zum Ziel führt und sage dann, okay, setz das um und dann komm wieder und dann sprechen wir über den nächsten Step. Ja, und dann siehst du auch schon, wer hat das Verlangen, wer lässt sich überhaupt führen, weil auch Führung, du kannst niemanden dazu zwingen, ja, Erfolg haben zu wollen, du kannst niemanden dazu zwingen, einen Weg zu gehen, du kannst nur deine Hilfe anbieten und einfach nur in die Richtung lenken, die zum Ziel führt, ja. Wenn die Person umsetzt, dann merkst du, okay, die hat dieses Verlangen und dann kannst du natürlich dich da auch weiter engagieren. Dann nutze Werkzeuge wie Schulungen, Videos, Audios, PDF-Dokumente, wie auch immer. Im Englischen gibt es so einen Spruch, don't be a fool, use a tool. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du jedem Partner halbe, dreiviertel Stunde lang erklärst, wieso, weshalb, warum, dann sabotierst du eigentlich den Erfolg von denen. Das war für mich auch wichtig zu erkennen. Ich habe das lange, lange, lange einfach falsch gemacht. Es geht nicht so sehr darum, wie viel Zeit du investierst. Wenn du jedem Partner immer so lange Zeit gibst, dann meinen die Partner, sie müssten das auch so tun. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, okay, das kann ich. Und dann gibt es diejenigen, das kann ich nicht. Wenn du aber ein Tool nutzt und sagst, hey, schau dir das an, das löst das Problem, bitte setz es um, komm zurück, dann besprechen wir den nächsten Schritt, dann merkt jeder, okay, das kann ich auch, einfach nur was weitergeben, ja, und dann solltest du, und das ist der vierte Tipp, einfach selbst dein bester Teampartner sein, mach das jeden Tag, was du von anderen erwartest, und ja, und dann bist du im Prinzip auf dem richtigen Weg, also, oder dann sind wir alle auf dem richtigen Weg, und deswegen jetzt nur nochmal so zum Abschluss mein Fazit, also statt weniger ist mehr, vielleicht einfach, ja, mach weniger für alle, ja, aber dafür mehr für die Richtigen. Mich würde deine Gedanken zum Thema interessieren. Hinterlass mir doch mal einen Kommentar, wie du die Sache siehst. Ja, das war so meine Erkenntnis. Ich wünsche dir ja alles Gute, maximalen Erfolg. Mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.